So, hallo an alle zur nächsten Let's Play Folge. Und jo, wir sind immer noch dabei und aha, da ist ein kleiner, okay, gut. Tür geschlagen gegenseitig hier voll durch die Gegend. Egal, komm. Auf zu, bis die Tür aus den Angeln gesprengt wird. Ja, Haswald, auf zu. Haha, der kommt nicht raus. Die bangen sich da drin fest. So, gucken wir gerade mal. Also, Sand kommt raus. Wir haben schon jede Menge Kakaobohnen. Wir könnten theoretisch loslegen. Obwohl, ich bräuchte vielleicht noch was. Nehme ich denn eigentlich zum Hochdecken oder für die grobe Umrandung von der Kakaobohnenfarm? Soll ich die Bühnen-Tutorial machen oder soll ich die anders machen? Das ist jetzt die Frage. Ich mach's Beam to Toll mit Pistons komplett. Soll ich die machen oder soll ich die hier bauen oder lieber meine anderen oder normalen Welt, sag ich jetzt mal, wo ich, ja, ich weiß nicht, schon mehr gebaut habe. Das hier ist dann, ah, guck dir das mal an, da, ein Kind, siehst du, gerade gekommen, wunderbar, durch die eine Nacht. Sollte ich die hier machen oder soll ich die woanders machen? Ich weiß jetzt gerade nicht. Cool, dass dann einer noch Kakaobohnen kaufen würde, ist immer noch, derselbe hier, sag mal. Ist hier mal einer von den kleinen Magiern erwachsen geworden? Gegen Fleisch, gegen das. Kohle gegen. Ah, nee, Kohle behalte ich erstmal. Die ist mir zu wichtig, glaube ich, dass die so einfach hier an den Typen verheizen kann. Gut, dann da. Und ja, gut, egal, komm. Die sind immer noch klein hier, die Scheißerchen. Aber ich muss mal ganz kurz hier. Oh, verdammt, nicht den kleinen Schlangen, den Kaktus wollte ich entfernen. Wenn ich jetzt noch dagegen läuft, da habe ich aber trotzdem eine geklatscht. Schade, so. Mampf. Und ich baue die Kakaobohnenfarm aber trotzdem mal woanders. Und zwar, weil ich nicht weiß, inwieweit das hier jetzt ausgebaut wird. Ich gehe dann doch nochmal zurück und baue die irgendwo bei mir in der Wüste. Also im Zentrallager sozusagen. Alles da, wo meine ganzen Bausachen stehen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist, weil mir ist nämlich gerade eingefallen, es wird doch eigentlich schwachsinnig, wenn ich jetzt an so vielen verschiedenen Stellen praktisch anfange zu bauen oder Bauwerke errichte, die dann so durch so große Entfernungen weit auseinander liegen, dass irgendwie so der Zusammenhang fehlt. Was bringt es, wenn ich hier eine Farm habe und wenn ich mal eine Kakaobohne habe, muss ich alles mal hier rüber latschen. Ne? Da ist noch schlauer, wenn ich das alles an einem Ort baue, oder? Das heißt, ich gehe nochmal zurück und baue die dann dahin. Jetzt haben wir hier erstmal die Ressourcen geholt. Wir haben ein paar NPCs jetzt fertig. Also so hingebracht, dass die da jetzt breeden müssen. Wir müssen uns gleich nur eine gewisse Zeit noch hier aufhalten, damit das ein paar mehr werden. Wie machen wir denn das am besten? Gibt es irgendwas, was hier noch machen könnte? Das Dorf wollte ich jedenfalls nochmal umzäunen. Sag ich zwar, das umzäunen mit einer Mauer. Dass dann auch später, wenn das in einem Update rauskommt, dann die nicht infiziert werden können von Zombies, das Ganze ausleuchten. Ja, das ist dann so, finde ich, ein bisschen besser. Und dann, während ich dann natürlich das Ganze einmaure, kann ich natürlich auch wieder die Gesprächsthemen anfangen. Na klar, auf jeden Fall auch. Und da müssen wir dann schauen. Jetzt nur noch die kleine Überlegung, wie sieht's denn aus? Oh, sollte, oder wäre es nicht möglich, dass man da so einen Graben macht, dass dann die Zombies theoretisch von draußen nicht reinkommen, einfach nur einen Graben macht? Mit dem Material kann man was anderes machen, was ich Sand, Sandstein, alles mögliche, ist immer gut. Und dann, ja, haut man eigentlich sein Schaufeln, aber besser als bauen, finde ich jedenfalls im Moment. Moment, an. Gut. Ja, das entweder man macht einen Graben, dass die Zombies da reinfallen, nicht rein können, ins Dorf komplett ausleuchten oder eine Mauer. Ich war halt die Überlegung. Hm? Ich glaube, Graben wäre vielleicht kostengünstiger und würde auch schneller gehen, weil man braucht hier nur drei oder. Eine Mauer sieht, glaube ich, auch zu fies aus oder zu böse aus. Oder sieht was zu böse, zu blöd. Oder vielleicht ein Mix dadurch. Weil ich wüsste nicht, wo ich so viel Material herholen sollte, so auf die Schnelle. Das geht nämlich eigentlich auch nicht. So, gut. Verdammt, siehst du, mussten wir hier durchkommen. Schon wirst du gleich geplättet von Zombies und allem Möglichen. Man könnte meinen, es wäre Winter, ist es aber nicht, sondern einfach nur das Schneebiom hat es wieder verteilt, vergrößert. Sag mal, warum rennen hier die Zombies rum? Es ist doch gar kein. Oh, verdammt, nee, keine Zombie-Skelette. Es ist doch gar keine Nacht. Sind die immer noch da von der Nacht? War Creeper, Moment. Oh, zu spät. Jetzt haben wir hier. Ah, verdammt, ein Riesenloch im Weg. Pass mal auf, so. Nein, du explodierst jetzt nicht. So, zack. Gut, den haben wir. Jetzt haben wir. Oh ne, der Glowstone ist dabei defekt gegangen. Verdammt, ich muss ein Loch stopfen. Wir haben hier ein etwas größeres. Da komme ich hier noch raus. Etwas größeres Problemchen. Ja, ne. Krieg ich hier noch. Da komm, hier mache ich hier ein bisschen raus. Sammle mir das Gravel ein, was jetzt fehlt. Zum Glück ist hier ein Gravel-Spot in. Ja. Hau ich jetzt hier so ein kleines bisschen durch. Warte. So. So.
Gut, die Spitzhacke ist ja genauso schnell wie die andere. Nur halt wegen Silk Touch ist nicht mit drin. Soll ich da mal hoch? Oh, verdammt, siehste, die ist zu heftig. Zu heftig, das Teil. Zu heftig. Nee, das da kommt hier hin. So, das Erde. Moment. Erstmal rauskommen wieder. Dann da hoch und da hoch. Okay, gut. So, dann wird das Ganze jetzt hier zugemacht. So. Da. Verdammt, das reicht nicht ganz. Muss hier vorne wieder ein bisschen abfahren von dem Berg. Kann ich auch die Hacke nehmen. Wie komisch ist denn das? Erde geht voll schlecht abfahren. Quatsch. Erde geht voll schnell abfahren, aber der Schnee geht voll langsam. Was ist das für eine Logik? Ein Erdhaufen dauert ja wohl ein Reel länger als ein komischer Schneehaufen. Das ist ja 0,6 weggewischt. Aber okay, ja, ich sehe schon, man darf keine Realitätsbezüge zum Spiel herstellen. Entweder weil man dann in Fachkreisen als, keine Ahnung was, dargestellt werden kann. Und andererseits, weil es einfach zu unrealistisch ist. So, Moment, so. Achtung, Erde. Erstmal vorne das Loch stopfen, dann kann ich mich hier um wieder kümmern, dass es wieder ordentlich aussieht. Da alles mal alles zumachen und dann the Gravel sollte reichen. So, wegetechnisch soll das einigermaßen aussehen. So, so, gut, das reicht dann. Dann kommt jetzt wieder die Erde zum Einsatz. Und hier habe ich jetzt auch schon gerade wieder an Terraria gedacht, wenn ich so festhalte und dann jetzt hier setzen kann. Aber das geht ja nicht, da schmeiße ich ja raus. Ach je, okay, das ist furchtbar. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal so richtig ein Spiel gespielt? Das ist auch schon ein ganzes Weilchen her. Also heute ohne Glowstone mal. Deshalb muss ich mich wieder umgewöhnen. Also, weil ich selten so an sich andere Spiele gespielt habe in letzter Zeit. MW3 ist jetzt neu. Also für mich ist es neu. So. Naja. Gut, Kakaobohnenfarm, wie es gebaut wird, kennt ihr schon wahrscheinlich aus dem Tutorial. Wenn nicht, eine tolle Playlist, kann man es nachschauen. Den einen Glowstone lasse ich jetzt gerade mal da noch nicht hängen, sondern werde ich später dran setzen. Kakaobohnenfarm, hinten kommt eine Melonenfarm hin. Das Melonenfarm wollten wir auch noch machen, ich weiß nicht. Ich hänge sehr viel NPC davon, das wäre sozusagen das nächste Projekt nach der Kakaobohnenfarm. So, wir haben also einen Apfel- und Holzfarm. Hier hinten kommt eine Melonenfarm hin, wir haben Aufzug von oben nach unten. Hier sind jede Menge, also Zuckerrohrfarm und Getreidefarm und alles mögliche. Obwohl, hier könnte ich auch nochmal durchbügeln demnächst. Das könnte ich auch mal machen. So, jetzt mal abernten. Pass mal auf, ich ernte das Zeug mal komplett ab jetzt gerade. Das wäre sinnvoll. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier, da, ne, da, blub, blub, kann man schon mal die See... Ne, zuerst die Seerosen drauflegen und dann abfarmen. So, jetzt haben wir eine sinnvolle Beschäftigung. Jetzt kommen erstmal Seerosenblätter drauf. Ah, schön. So, jetzt können wir drauflaufen, ohne reinzufallen. Und dann geht das Ganze besser. Hier ist ein Sumpf, da sind noch jede Menge andere Seerosenblätter. Und da gehe ich jetzt hin und hol mir die eiskalt. Ich rippe mir ein paar Seerosenblätter sozusagen. Dann geht es sehr hoch, die altbekannte Treppe und dann irgendwo, was heißt Treppe? Ja, Treppe und Brücke. Und dann nach hinten, Marjorturm. Da gehen wir jetzt gerade mal nicht rein. Seerosenblätter. Die müsst ihr eigentlich auch schon geben. Achso, ja, hier wegen den Schneemännern, dass sie nicht abhauen. Zwei Türen, obwohl die sind eher alle tot mittlerweile, aber. Warte mal, gab's... Nee, hier gab's die Seerosenblätter. Oh, Entschuldigung, jetzt ein Dings gegen Popschutz. Hier gab's die Seerosenblätter ja noch gar nicht. Verdammt, die gab's hier noch gar nicht. Das ist ja generiert von bei 1.8.1. Ich muss hier mal ein bisschen in den Sumpf und gucken, ob ich nicht noch was finde hier hinten. Stimmt ja. Hier werde ich keine Seerosen finden. Da muss ich wieder woanders herholen. Muss ich doch erst nochmal abernten und dann irgendwie nach und nach das Ganze aufstocken, wenn ich mal wieder in der Lage bin, welche zu farmen. Und, nee, so weit kann ich jetzt nicht laufen. Nee, keine Sorge, verirren tue ich mich nicht, also wo es lang geht, weiß ich noch. Hier ist noch Lehm. Okay, hier war ich bis jetzt noch nicht, das ist jetzt neu. Auch wenn ich schon sehr viel hier rumrenne, immer in der Gegend. Aber, oh, das ist sehr viel, also die nähere Umgebung habe ich erkundet. Sieht schlecht aus. Oh, jetzt muss ich gehen. Oh, furchtbar. Spark schläft vielleicht rein. Nein, schläft er nicht. Wir haben gerade mal 10 Uhr abends, da kann ich nicht schlafen. Kann ich jetzt nicht schlafen. Da ist ein Tannenwald. Nee, okay, das ist zu weit. Das ist zu weit. Und die Sonne geht schon wieder unter. Soll das ein Witz sein? Okay, pass auf. Dann ernte ich halt jetzt normal das Zeug ab. Ohne da jetzt Seerosenblätter hinzulegen. Das heißt, es wird nochmal alles reinfallen. So, das müssen wir später machen. Und ich muss unbedingt dran denken, dass ich immer richtig vom Mikrofon bleibe, weil je weiter ich mich entferne, umso leiser werde ich. Wenn ich jetzt hier rede, bin ich ganz weit weg.
Wenn ich näher komme, dann ist die Stimme wieder besser. Wenn ich zu nah bin, ist es zu laut, das ist auch nicht gut. Also das ist jetzt so in etwa die optimale Entfernung, wenn man es so bedenkt. Oder ich hoffe es zumindest mal, auch von der Lautstärke und sonst allem anderen. Okay, da ist das Pilz aus, jetzt geht es wieder zurück. Ach, keine Seerosen hier, leider. Die muss ich mir dann woanders herholen. Gehen wir einfach zum NPC und handeln oder kaufen es die. Nein, machen wir nicht. Wäre viel zu teuer. Ich könnte wetten, hier so für so 10 Seerosen einen Emerald. Das können die knicken. Niemals. Würde ich niemals machen. Okay. So, einmal rüberspringen und dann gucken wir mal. Wie ein Gesprächsthema nebenbei übrigens noch. Ich wurde wieder gefragt oder auch nochmal angesprochen. Ja, sag doch einfach allgemein so zum Thema Universum. Was immer so gut, wenn ich darüber rede, allgemein über solche Sachen, sei es jetzt Universum oder ähnliches, wie denn da so die Meinungen sind, die Vorstellungen und so weiter und so fort. Ich so, ja, okay, mal gucken, können wir machen. Werde dann vielleicht in der nächsten Folge sehen, wenn ich am Kakaobohnenfarm bauen bin. Und dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, auch wenn ich nicht allzu viel gemacht habe, eben gerade ein bisschen Reparaturarbeiten da vorne. Egal, so, dann tschüss und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns.